hallo Leute, ich bin die Ingrid von der Deutschen Tolkien Gesellschaft, aus dem Deko-Team der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Wir machen unter anderem auch solche tollen Sachen da, wie im Hintergrund zu sehen, und unglaublich viele andere Banner, super toll. Jetzt gibt es den Gewandungsworkshop. Der ist ja fester Bestandteil des Tolkien-Tags in Geldern schon seit langen Jahren. Jo, in Zeiten der Corona-Krise gibt es den Gewandungsworkshop aus meinem Garten. Gewandungen. Gut, ich werde zuerst mal ganz allgemein was erzählen, was man so zum Nähen braucht. So ganz basic, ganz einfach. Und dann habe ich mir gedacht, was man braucht eigentlich für jeden Mittelaltermarkt, für jedes Tolkien-Fest, für jedes Star Wars-Fest auch, das sind Umhänge. Und deswegen werden wir heute, oder ich zeige euch, wie wir heute einen Umhang nähen werden oder wie man es macht. Genäht wird heute nichts, weil, wie gesagt, ich bin im Garten und hier gibt es keinen Stroh. So, was man zuerst braucht, ist erstmal eine Nähmaschine. Das muss jetzt nicht das tollste Modell sein, also es sollte vielleicht auch nicht die billigste sein. Entscheidend bei einer Nähmaschine ist, sie soll sowohl ganz dünnen Stoff nähen, richtig nähen, ohne dass man nachher so einen Knuddel hat, und sie muss auch einen vierlagigen Jeansstoff nähen können. Ansonsten, wie man die einfädelt, ist immer bei den Beschreibungen dabei. Es geht immer erstmal nach unten, dann wieder nach oben, dann wieder nach unten. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn man es nicht so macht, funktioniert es nicht. Dann braucht man zum Nähen eine gute Schneiderschere. Da würde ich wirklich mal was empfehlen. Also wer vorhat, mehr oder länger zu nähen, sollte das investieren. Also ich glaube, unter 20 Euro bekommt man die nicht. Die sind auch recht schwer. Und damit schneidet man nur Stoffe und nichts anderes. Nur Stoffe. Was ich immer brauche, ist dann noch ein besonders hübsches Modell. Eine kleine Schere, die immer neben der Nähmaschine liegt. Gut, es gibt auch Nähmaschinen, wo man den Faden einfach so wegreißen kann, dann ist er ab. Ich mache es lieber mit einer Schere, weil manchmal braucht man es auch, um ganz feine Stellen mal unter den Fuß zu schieben. Das sollte man besser mit einer Schere als mit dem Finger machen. Das kann dann schon mal schmerzhaft werden. Also, die beiden Scherentypen, vielleicht zum Papierschneiden, dann noch eine normale Papierschneideschere. Man braucht Stecknadel. Da gibt es also die mit dem schönen Köpfchen. Stecknadel gibt sie auch ohne Köpfchen. Die sind dann gut, wenn man das Stück, was man da gerade schneidet, mal bügeln möchte. Wenn das zwischendurch gebügelt werden soll, dann nimmt man besser die ohne Köpfchen. Nähnadeln braucht man. Das ist Handarbeit. Nähen gilt unter Handarbeit und manchmal muss man mit der Hand arbeiten. Was man auch braucht, ist Schneiderkreide. Denn heute braucht man es doch, man braucht es auch. Ich zeige es zwar nicht, aber ihr braucht es. Es gibt zum Kaufen diese blaue Kreide. Die ist sehr gut, aber nicht immer auf dunklen Stoffen zu sehen. Dann gibt es auch so weiße Stifte, kosten dann was. Auf keinen Fall sollte man einen Bleistift nehmen. Bleistifte schreiben gut auf Stoff, gar kein Problem, aber man kann sie nicht auswaschen. Der Bleistiftstrich bleibt drin. Das ist ein Kopierstift, der geht auch gut, ist aber auch nicht ganz billig. Was billig ist und gut geht, das ist einfach ein Stück Seife. Vor allem auf dunklen Stoffen. Ich mache das jetzt hier mal vor. Ich mache es hier unten vor, dann sieht man es vielleicht nicht die ganze Zeit. Also, wenn man das jetzt sehen kann, ich mache jetzt hier mal so Striche. Das ist jetzt ziemlich dick. Man kann auch dünner machen hier. So, das reicht eigentlich. So kann man ganz einfach auf dunklen Stoffen, man kann die Seife auch so ein bisschen mit einem Messer so ein bisschen anspitzen, dann hat man eine schärfere Kante. Da kann man auch dünnere Striche mitmachen. Ganz, ganz simpel, funktioniert und geht beim Waschen garantiert raus. Was man braucht, was wir heute auch vor allem brauchen, das ist ein Bandmaß. Und da empfehle ich, die oben ein Loch haben, ein richtig eingefasstes Loch. Es gibt die auch ohne diese Löcher, aber das ist dann nicht so praktisch. Warum? Das werde ich dann gleich zeigen. So, ganz wichtig, man braucht einen Stoff. Stoffe kauft man, ein Lineal ist auch noch, das ist natürlich kein Lineal, das ist einfach ein Stück Leisten mal für irgendwas aus dem Baumarkt. Je länger, desto besser braucht man auch mal. Wenn man einen Stoff kauft, dann liegt der meistens so auf so einem Ballen und er liegt doppelt, weil die meisten Stoffe, vor allem mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen, also die man so für mittelalterliche Gewänder braucht und so,
die liegen in der Regel 1,50 Meter, vielleicht auch mal 1,20 Meter. Wenn man jetzt 1,50 Meter lange Ballen hier hätte, dann wäre das alles ein bisschen kompliziert zum Handling. Deswegen liegen die in der Regel doppelt. Also so ein Stoff liegt doppelt auf dem Ballen. Wie viel braucht man dann? Die Breite des Ballens ist vorgegeben. Ich zeige das gleich mal. Aber die Länge, die ist variabel. Und ich habe gesagt, wir wollen einen Umhang heute nähen. Jetzt zeige ich euch mal zwei verschiedene Umhänge. Das hier ist ein Halbkreis-Cape-Umhang. Das geht so. Und dann macht man den. Kann man den zumachen hier vorne? Fummel, 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 die Haare weg. So ein Halbkreis-Umhang ist nie vorne geschlossen. Er ist ja nur ein Halbkreis. Das heißt, man hat hier vorne Platz für die Arme. Entschuldigung, habe ich nicht richtig zugemacht. Man hat hier vorne Platz für die Arme. Für den tiefsten Winter ist das natürlich unpraktisch. Man ist hier vorne sozusagen blank. Und wenn man den ganz einfach näht, ist die Länge vorgegeben durch die Breite des Stoffs. Das zeige ich gleich nochmal ganz anschaulich. Wir breiten das nämlich alles auf dem Boden aus. So, das ist die eine Variante eines Umhangs, ganz einfach und ohne Naht wirklich leicht zu nähen. So, jetzt habe ich hier einen Hauselfen, der reicht mir den nächsten. Das ist ein Vollkreis. Das ist was für den tiefsten Winter zum Beispiel. Der geht nämlich wirklich zu. Jetzt ist man warm eingepackt, aber wenn man die Arme benutzen will, dann ist man wieder blank hier vorne. Deswegen habe ich dann einfach hier Löcher reingeschnitten. Naja gut, das dann noch ein bisschen schön eingefasst, also schön machen ist immer gut. Und so kann man dann auch im tiefsten Winter, eigentlich ist man dann gut gewandert. Man kann ihn auch noch als Liegewiese-Decke nehmen auf der Wiese oder von mir aus auch noch als Schlafsack, was man will. Es liegt aber auch am Stoff, den man wählt. Sowas kann man natürlich auch aus einem leichteren Stoff machen. Was bei diesen ganzen Capes so einfach umhängen, so einfach sie sind, immer ganz wichtig ist, das ist ein bisschen Deko. Also die Leute vom Deko-Team kennen sich natürlich mit Deko aus. Jetzt brauche ich das mal hier. Da kann man dann, wie nah ist das jetzt zu sehen? Das ist gut zu sehen. Ist das so gut zu sehen? Einfach mal hier, wie gesagt, also eine Borde drauf nähen. Borden sind immer schön. Vor allem braucht man sich da nicht so viel Mühe zu geben mit der Kante. Dann hier so diese Verschlüsse, diese Schließen hier, die kann man auf den Mittelaltermärkten kaufen. Und das hier, das waren, glaube ich, mal Schlüsselanhänger. Die habe ich da mal zweckentfremdet, so als Blätter. Also die Schließen, da gibt es wunderbare Modelle. Ich habe hier noch eins von Heike. Das ist auch eine sehr schöne Schließe. Also wie gesagt, da kann man sich mal umgucken. Und wenn man dann, das wird Heike euch noch zeigen, dann auch noch sticken kann, kann man die Ecken auch noch sehr schön dekorieren. Und wie gesagt, so, super Ergebnis nachher und kinderleicht zu machen. Dann fangen wir mal an. So, jetzt habe ich euch das mal hier alles ausgebreitet. Der Stoff, der rote Stoff, der liegt 1,50 Meter breit. Und das ist auch die Länge, die wir hinten haben. Wie viel Stoff müsst ihr kaufen? Ihr braucht auf der rechten Seite 1,50 Meter, auf der linken Seite 1,50 Meter, sind zusammen 3 Meter. Ich würde das nie so knapp nehmen, immer noch ein paar Zentimeter dazu. Schadet nicht, Nahtzugabe und so weiter. Also 3,10 Meter, damit kommt er hin. Naja, 3,20 Meter. So, das sieht so aus, aber dieses Teil habt ihr nicht. Ihr habt nur den Stoff da so liegen. Und wie geht es jetzt weiter? Wie näht man das Cape? So, ich habe den Stoff jetzt gefaltet. Das ist also so gefaltet. Hier ist er offen, wie das Cape auch. Hier ist er offen. Das werden die Seitenteile. Hier. Und hier, das ist die rückwärtige Mitte. Hier ist zu. So, jetzt muss ich dann das Cape wieder beiseite nehmen. Und jetzt zeige ich euch, wie er schneidet. Wie schon gesagt, so ein Metermaß mit einem Loch oben in der Mitte ist jetzt hier ganz praktisch. Eine Nadel da rein
und in dieser Ecke feststecken. Es wäre immer ganz hilfreich, wenn ihr dann noch eine helfende Hand hättet, die hier mal festhält. Da habe ich mal meinen Hauselfen wieder zu bemühen. So, okay. Das ist nicht schwierig, man muss nur ein bisschen am Boden rumkriechen. Hier sind die 1,50 Meter, das ist meine Seife. Jetzt mache ich hier einen Strich. So, du hältst da fest, dann kommt hier ein Strich. Und hier geht es weiter. Hier. Also, wenn ihr nachher schneiden wollt, macht ihr es ein bisschen dichter, als ich jetzt hier mache. Aber das ist nur mal so zur Anschauung. Oh, schön immer gerade legen. Und da sind wir wieder angekommen. Das wird dann hier noch so ein bisschen abgerundet. So, ups. Dann nehmt ihr, wie immer, euren ganzen Mut zusammen und eine Schere zur Hand und fangt an hier zu schneiden. Was ihr jetzt schneidet, ist forever. Das gleiche gilt auch hier für den Halsausschnitt. Und hier ist jetzt Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn man zu tief schneidet, dann ist der Halsausschnitt irgendwo hier unten. Und dran machen ist sehr schwierig. Da muss man sehr kreativ werden. Ich würde empfehlen, immer erstmal ganz klein anfangen. Ganz klein. Auseinanderfalten, anprobieren. Wenn es zu eng ist, nochmal schneiden, wieder ein Stückchen weiter. So, mein Kleb, was ich für mich genäht habe, ist ungefähr 13, 14 cm. Komm mal rein, 11. Was man wegschneidet, sieht so aus. Das ist hier die Ecke. Wie gesagt, erstmal ausprobieren oder gleich mal mit 12 cm probieren. So und so und so, genau wie da unten. Dann ausschneiden, anprobieren. Das Kleb ist ja eigentlich schon fertig. Es gibt ja keine weiteren Nähte zu machen. Und dann, wenn es nicht reicht, mehr schneiden. Aber langsam anfangen. Gut, dann haben wir jetzt das Kleb. Und jetzt kommen wir zu den Feinheiten. Die Seite vorne, vordere Mitte, ist nicht viel dran zu tun. Einfach umschlagen, eine schöne Borde drauf. Hier vorne dann natürlich noch ein bisschen ausarbeiten. Der Saum ist auch ganz einfach, umschlagen, kommen wir später zu. Aber der Halsausschnitt, der ist ja jetzt halbrund. Für einen solchen Wollstoff, wie das hier ist, ist das kein Problem. Den kann man einfach oben umschlagen, abnähen. Der Wollstoff gibt ein bisschen nach, der ist dehnbar, das funktioniert. Wer aber einen dünnen Stoff nimmt, um sich zum Beispiel einen Elbenumhang zu nähen, der muss jetzt etwas genauer arbeiten. Der braucht nämlich einen richtigen Halsausschnitt mit einem richtigen, wie man so schön sagt, einer richtigen Einlage. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt auch mal. So, läuft. Jetzt haben wir hier eine, ich sag mal, Miniaturanlage. Das ist das Stück Stoff, das ihr rausgeschnitten habt. Oben, das ist der Halsausschnitt. Ich meine, das ist natürlich jetzt kein Stoff, das ist ein Stück Papier. Aber das wäre euer Stoff. Ich hatte ja gesagt, so circa 14 cm oder 13 cm. Dieses Stück Stoff, das ihr hier habt, das bildet diesen Ausschnitt in dem Kleb. Nehmt ihr doppelt und dann eines der Ecken, die von dem Kleb abgefallen sind, rechts und links, nehmt ihr ein Stück Stoff, legt ihn doppelt. Hier ist jetzt die Kante, also die Falz. So, und dann legt ihr dieses Stück Stoff, das ihr übrig habt, auf dieses Teil und markiert hier mit einem Stift, diesmal darf es sogar ein Bleistift sein, die Kante hier. So, das wird hier so markiert. Dann wird das ausgeschnitten. Dann habt ihr also hier quasi nur noch so diesen Teil hier übrig und hier wieder so ein Loch. Und von diesem Teil schneidet ihr jetzt so einen Streifen ab.
das kann ich jetzt mal auch machen. Ach nein, so viel Zeit haben wir nicht. Also hier schneidet ihr dann diesen Streifen ab. Das sieht dann so aus. Ihr habt dann so einen Streifen, der, weil ihr dieses Muster habt, genau in euren Ausschnitt passen muss. Den legt ihr, das ist euer Cape, das blaue ist jetzt das Cape. Diesen Streifen legt ihr jetzt nicht mehr doppelt, sondern ausgebreitet auf die Innenseite, nein, auf die rechte Seite des Capes. Rechts auf rechts, auf die rechte Seite, wird hier so festgesteckt. Und dann, und jetzt kommt nochmal die Nähmaschine bei diesem Cape zum Zuge, näht ihr das an dieser Kante knapp ab, also steppt ihr ab, und wenn man es dann umschlägt, dann hat man so eine saubere Kante als Halsausschnitt. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie klar geworden mit diesen kleinen Stücken hier. Also wie gesagt, man braucht einen solchen Streifen, der absolut identisch ist mit dem Ausschnitt, den ihr rausgeschnitten habt. Und dazu ist es immer gut, das Originalmuster zu benutzen. Also der Originalteil von dem, was ihr hier rausgeschnitten habt, nutzt ihr auch, um hier diesen Streifen zu schneidern. Und der passt dann, so sollte es jedenfalls sein, genau in den Ausschnitt, wird rechts auf rechts festgesteckt und dann umgeschlagen. Und dann, wie gesagt, das sieht super aus. Für einen dünnen Stoff ist das dann der Halsausschnitt. Dieses Stück hier kann man, je nachdem, nochmal mit Zickzack sauber machen, wenn man einen Stoff hat, der sehr auseinanderfusselt. Man kann es aber auch einfach so hängen lassen. Also das sieht man nicht, das ist jetzt jedem Einzelnen überlassen, wie er damit verfährt. So, dann haben wir nur noch, wenn man will, je nachdem wie der Stoff ist, den Saum zu machen. Da würde ich auch sagen, einfach umnähen und absteppen hier das Cape. Wie gesagt, man nimmt häufig ja einen Wollstoff, da ist das kein Problem. Das gibt ab und an mal so kleine Fältchen, aber der Kreis ist so groß, also das kann man einfach umschlagen. Ja, und dann ist das Cape eigentlich schon fertig. Dann kommt noch die Deko dazu. Und damit kann man das ja immer wunderbar schön dekorieren. Also, was weiß ich, was man dann alles für Borden nimmt oder Schnallen oder Schließen oder Stickereien noch dazu. Alles kein Problem. Die nächstgrößere Variante ist der Vollkreis. Ist eigentlich, wie der Name sagt, zwei Halbkreise zusammengenäht. Bei diesem Cape hat man dann einfach hinten eine Naht. Also, hier ist die Rücknaht. Die ist bei mir etwas dicker, weil ich habe das so gemacht, dass man den zweiseitig tragen kann. Und so mächtig ist der dann als Vollkreis. Hier bitte auch so machen, dass man den Halsausschnitt erst am Schluss macht. Also man macht zweimal einen Halbkreis, näht die zusammen, aber noch keinen Halsausschnitt. Und erst wenn man zwei Halbkreise aneinander genäht hat, legt man das doppelt. Dann hat man wieder einen Halbkreis. Und dann schneidet man noch vorsichtiger einen Halsausschnitt da rein. Ganz, ganz vorsichtig, weil der wird noch größer. So, das ist dann ein Vollkreis-Cape. Jetzt kommen wir zu den Leuten, die eben etwas größer sind als ich, und das ist ja nicht schwer. Also wo 1,50 Meter hinten nicht ausreicht. Eben haben wir, dieser Stoff liegt 1,50 Meter breit, eben haben wir das Cape so gelegt, so, und das passte. Da waren das hier 1,50 Meter und das waren die rechte und die linke Seite auch 1,50 Meter. Jetzt liegt der Stoff ausgebreitet, und zwar der Länge nach. Hier kann man ja beliebig weitergehen. Dieses Cape soll jetzt, sagen wir mal, 20 cm länger sein. Hier kein Problem, aber hier hört es dann auf. Hier ist kein Stoff mehr, um es 20 cm länger zu machen. Das heißt, jetzt müssen wir mit mehreren, wahrscheinlich in der Regel drei Bahnen rechnen. Man rechnet so, von da oben angesehen, da kann man ja bis zum Ende gehen.
dass man hier auch die, also die 20 cm mehr hat, die man braucht. Man kann sich ja vorher mal ausmessen und sagen, gut, das Cape soll jetzt, sagen wir mal, 1,70 Meter lang sein. Dann legt man, fängt man da an, 1,70 Meter bis dahin und misst auch in der Länge so weit. Und dann muss man gucken, dass man eben hier auch von da ausgerechnet auf diese 1,70 Meter kommt. Da hat man zwei Bahnen. Nein, da hat man erstmal eine Bahn. Und dann braucht man halt etwas mehr Stoff, weil man noch eine einzelne Bahn zusätzlich braucht. So kommt man dann mit drei Nähten hinten, die laufen dann so, auf die entsprechende Länge. Mit den Rest drei Bahnen. Entschuldigung. Ja. Aus den ganzen Resten des Stoffes lassen sich dann noch kleine Capes machen. Da haben wir zum Beispiel, bleib da. Sowas ist natürlich auch sehr schön. Einfach mal, wenn es so nicht ganz so kalt ist, sondern man ein bisschen was hier oben haben möchte. Das ist aus solchen Resten entstanden, von so einem großen Cape. Das sind, wie gesagt, zwei Nähte, drei Bahnen. Mit einer schönen Schließe, unten bestickt. Zwei Capes, ein großes und ein kleines. Was will man sehen? So Leute, das war der Gewandungsworkshop zu Corona-Zeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch etwas inspiriert, dass ihr, wenn wir uns nächstes Jahr beim Tolkien-Tag in Geldern wiedersehen, und zwar in live, mir dann ganz tolle Umhänge präsentieren könnt. Wenn es dann noch Fragen gibt, falls das dann doch nicht alles so klar ist, was ich heute erklärt habe, ich bin dann da und ihr könnt kommen und ich werde versuchen, euch zu helfen, so gut ich kann. Und ja, dann sage ich einfach Tschüss bis nächstes Jahr. Na, Marie.